Hi, liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Ali der Bastler. Ja, wer kennt's nicht? Man verbringt 4 bis 5 Stunden Zeit in der Werkstatt und am Abend merkt man, da tut der Rücken weh, einem tun die Knie weh, die Beine weh. Und um das ein bisschen zu reduzieren, habe ich mir überlegt, eine Sitzgelegenheit zu bauen. Das heißt, in dem Fall einen Hocker. Ja, und wie ich das mache, zeige ich euch in den folgenden Minuten. Jetzt sehe ich mal die äußere abstehende Leiste, die ist etwas schmäler. Dann kommen nämlich die folgenden Stücke in 4 cm Größe. Eine gerade saubere Kante. So, und den Rest machen wir natürlich Kreissäge. So habe ich hier eine sehr schöne gerade Bezugskante, auf der ich dann arbeiten kann, in 4 cm Schritten. So, ich habe hier mir mal die Stücke angeschaut und habe festgestellt, dass an einigen Stellen wirklich schlimme Stellen sind, die hier nicht hingehören, beziehungsweise nicht an dem Stuhl als Stuhlbein oder Hockerbein nehme. Ich habe mir sowieso nur die, ich brauche ja sowieso nur 50 cm, also habe ich mir die Stellenbereiche markiert, die wegkommen. Das werde ich dann nochmal kürzen an der Stelle und dann können wir weitermachen. So, inzwischen habe ich das Sägeblatt gewechselt, setze mir das Ganze jetzt hier an und dann werden wir das einfach ablenken. So, hier an der, nachdem ich hier das Sägeblatt jetzt auf 7 Grad geneigt habe, an meinem Winkelanschlag habe ich hier ein Stück Siebdruck genommen, damit das stabil 90 Grad zum Sägeblatt ist. Auch das habe ich überprüft vorhin, das passt. Ja, und diese 7 Grad werden wir jetzt hier zusägen. Und das sind die einzelnen Stücke, die jetzt als Beine dienen werden. Ich habe mir hier so ein gerades Stück Kantholz an die Werkbank montiert, befestigt. Und um zu gucken, ob das auch alles so passen würde. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das wird hier unten angelegt. Das sind unsere 7 Grad, die wir hier haben. Und oben machen wir genau dasselbe, um zu gucken, ob das auch oben gerade ist. Wir haben hier unten angesetzt, dann nehmen wir uns ebenfalls wieder ein gerades Stück, was später als Sitzfläche dient und schauen, ob das auch hier oben passt. Somit haben wir hier eine gerade Fläche, es sitzt hier unten gerade auf und um das Ganze jetzt zu stabilisieren, werde ich hier noch 2 kleinere Streben nochmal zusägen. So, jetzt habe ich für den unteren Bereich, habe ich mir 2 von den Streben zugesägt, das heißt 1 für die Hälfte und 1 für die andere Hälfte, die dann da unten dran kommt. Jetzt müsste ich mir hier den Abstand ausmessen und dort oben noch eine Strebe hinsetzen. Das sind 142. So, und hier ist das
obere Stück, was jetzt super reinpasst. Nachdem ich das Ganze jetzt auf dicke gehobelt habe, beziehungsweise die Oberfläche abgetragen habe, weil das Schleifen wäre jetzt irgendwie zu viel Arbeit gewesen. An der Stirnkante saugt es nämlich viel mehr auf, deswegen trage ich da jetzt auch etwas mehr Leim auf, auch wenn es jetzt an den Seiten überall rausdrückt, das ist egal. Jetzt werde ich mir das Stück jetzt nehmen. Das öffnet sich. So kann das erstmal trocknen und dann werde ich mal das zweite Stück machen. Ich will einfach nur mal gucken, ob das so funktioniert. We'll be right back.
Ihr Lieben, es ist wieder mal geschafft. Mein Hocker aus Kiefer oder Fichte ist fertig. Ich finde es immer wieder schön, das Dunkle mit dem Hellen zu kombinieren. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist stabil, dadurch, dass die Materialstärke bei 40 mm, also 4 cm liegt, würde ich sagen, dass das so einiges aushält. Ja, falls es auch euch gefallen hat, liebe Freunde, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr Feedback loswerden wollt, ab in die Kommentare. Also, in diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Bis dann. Tschüss.